Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dying Light 2 Video und heute zeige ich euch, wie schön Dying Light 2 in der dritten Person aussieht, also die Third Person Perspective. Denn auf dem PC habt ihr die Möglichkeit, die Entwicklerkonsole zu laden und dort könnt ihr dann auch einen Third-Person-Modus anschalten, mit dem ihr hinter Aiden Caldwell schlüpfen könnt und euer alter Ego somit von außen betrachten könnt. Ich weiß, viele von euch spielen RPGs lieber in der dritten Person und viele haben ein Problem mit der First Person. Dying Light 2 kann man eben auf dem PC auch mit der Entwicklerkonsole aus der dritten Person spielen. Wie das Ganze funktioniert, wie gut es läuft, was geht und was nicht, zeige ich euch hier im Video. Vorneweg möchte ich euch noch meine ganzen anderen Dying Light 2 Guides ans Herz legen, also falls ihr irgendwas verpasst haben solltet oder zufällig auf dieses Video hier gestoßen seid, schaut doch gerne mal in die Playlist, die ihr unten in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar findet. Dort seht ihr alles, was ich rund um Dying Light 2 gemacht habe. Und wenn euch meine Videos im Allgemeinen gefallen und ihr gerne weitere News und Guides und Tipps und Tricks zu allen möglichen Open-World-Games bekommen wollt, bleibt gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert vor allem auch die Glocke, damit euch YouTube überhaupt meine neuen Videos auch zeigt. Aber steigen wir doch direkt mit dem Guide hier an, wie ihr Dying Light 2 in der Third-Person-Perspective mal aus einer ganz anderen Sicht genießen könnt. Das könnt ihr auf der Seite nexusmods.com machen und dort natürlich im Bereich von Dying Light 2. Wenn ihr auf der Seite seid, findet ihr direkt das Dying Light 2 Developer Menü. Und ich verlinke euch das Ganze natürlich auch unten in der Videobeschreibung, also checkt das dort aus, falls ihr es nicht finden solltet. Aber ich persönlich würde euch empfehlen, erstmal Vortex zu laden. Vortex ist nämlich der File-Browser sozusagen von nexusmods, mit dem ihr ganz easy einfach eure Mods installieren, also herunterladen und installieren könnt. Also hier seht ihr zum Beispiel das Dev-Menü ganz normal, das könnt ihr mit dem Mod-Manager herunterladen. Dasselbe gibt es auch sowohl für Steam als auch hier für den Epic Games Store, das wäre dann das EGS. Und ihr könnt das Ganze aber auch manuell herunterladen, das zeige ich euch hier im Video aber nicht. Ich würde den Weg über Vortex gehen. Also ladet euch Vortex auf Nexus Mods herunter und installiert es. Sobald ihr das getan habt, erkennt Vortex automatisch eure Spiele, die ihr installiert habt. Falls nicht, müsst ihr das Spiel hinzufügen. Wenn ihr jetzt eben auf der Webseite seid, könnt ihr hier den Download über den Mod Manager starten. Sobald ihr das tut, wählt ihr noch, welche Option ihr wollt, Free oder Premium. Free reicht vollkommen aus und dann startet praktisch der Download. In meinem Fall nicht, da ich das auch bereits schon installiert habe oder heruntergeladen und installiert habe. Aber falls ihr das so macht, könnt ihr einfach hier direkt den Download starten im Vortex und müsst dann eigentlich nur noch drüben im Vortex, sobald das Ganze heruntergeladen ist, das Ganze auch noch installieren. Also ihr seht jetzt hier etwas anderes, weil ich eben bereits die Mod schon installiert habe, aber hier unter Downloads könnt ihr dann die Installation sehen. Da klickt ihr drauf, dann kommen hier ein paar Pop-ups, die aktiviert ihr alle, also ihr müsst noch ein paar Mal enablen und dann ist auch die Mod schon installiert. Geht dazu einfach auf Spiele und schaut zu Dying Light 2. Hier müsste dann stehen, ein aktiver Mod. Und das war's auch schon. Schon ist das Ding fertig installiert. Sobald ihr das Spiel jetzt startet und euren Spielstand ladet, könnt ihr einfach, wenn ihr Escape drückt und ins Hauptmenü geht, gleichzeitig damit das Mod-Menü öffnen. Hier könnt ihr allerhand starten und einstellen. Auf weitere Details gehe ich jetzt nicht ein. Für uns ist die Kategorie Player interessant. Und dort könnt ihr TPP aktivieren, also die Third Person Perspective. Und das war's auch schon. So einfach ist das ganze Ding installiert und auch noch aktiviert. Also easy peasy und ihr könnt in der dritten Person spielen. Allerdings muss ich dazu sagen, hatte ich persönlich ein paar kleinere, naja, Stolpersteinchen nennen wir es mal. So hatte ich zum einen das Problem, dass bei mir auf meinem eigenen Save Game die dritte Person gar nicht richtig funktioniert hat, denn ich war ziemlich nah hinter Aiden Caldwell und habe eigentlich praktisch von der dritten Person fast gar nichts mitbekommen. So wie hier im Bild eingeblendet, sah das nämlich bei mir aus und hat eigentlich gar nicht so dolle funktioniert. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich mit einem Save Game von einem Freund überhaupt keine Probleme hatte. Da sah die Third Person Perspective dann genauso aus, wie sie eigentlich aussehen sollte, nämlich schön weit hinter Aiden.
Also falls ihr denselben Bug habt wie ich, holt euch ein Safe Game von jemand anderem und probiert aus, ob es damit funktioniert. Falls ihr sonst niemanden habt, der euch ein Safe Game geben kann, könnt ihr gerne bei mir auf den Discord gehen. Ich habe bei mir in dem Dying Light 2 Bereich einen extra Channel eingerichtet mit Safe Games, die ich hochgeladen habe. Dort könnt ihr euch gerne das Safe Game nach dem VNC-Turm mit Enterhaken und Gleitschirm ziehen. Das ist dann genau das Safe Game, bei dem es dann bei mir auch funktioniert hat. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Supra, der mir und damit im erweiterten Sinne auch euch das Safe Game zur Verfügung gestellt hat. Aber kommen wir doch mal kurz dazu, was bei mir funktioniert hat und was nicht. Also ich konnte mich wunderbar in der Open World frei bewegen. Enterhaken funktioniert, Gleitschirm funktioniert. Ihr könnt kämpfen mit ein paar kleineren Einschränkungen, da komme ich aber gleich dazu. Was bei mir nicht funktioniert hat, ist, dass ich schlafen gehe. Da ist die Third-Person-Perspective kurz sehr, sehr nah gekommen dann. Und da müsst ihr sie einfach einmal deaktivieren und dann wieder aktivieren. Dann geht das wieder. Was in der Third-Person-Perspective auch nicht funktioniert, ist die Map zu öffnen. Dort verschwinden alle Marker. Das heißt, da müsst ihr auch wieder in die First-Person zurück, dann die Map öffnen, dann dort navigieren und wieder zurück in die Third-Person. Und was überhaupt nicht funktioniert, ist das Inventar. Also ihr könnt zwar rein, aber sobald ich wieder aus dem Inventar raus bin, war bei mir der Bildschirm schwarz und ich musste das Spiel neu starten. Was bei mir auch nicht funktioniert hat, ist zum Beispiel eine Parkour-Challenge zu starten in der Third-Person-Perspective. Also ich musste erst in die First-Person gehen, die Challenge starten und dann wieder in die Third-Person gehen und das hat bei mir dann funktioniert. Eine Sache auch noch zum Gleitschirm, was bei mir auch nicht funktioniert ist, wenn ich mit dem Gleitschirm fliege und dann lande, weil dann sterbe ich instant, egal aus welcher Höhe. Das heißt, da müsst ihr euch dann irgendwo hingrappeln oder so, damit ihr nicht einfach sterbt. Parkouren funktioniert übrigens wunderbar, ihr könnt eigentlich alles machen, also schwingen, klettern, springen, Parjump und so weiter, das klappt alles optimal. Auch kämpfen klappt eigentlich ziemlich gut. Die Sachen, die bei mir nicht funktioniert haben, waren der schwere Schlag, der connected einfach überhaupt nicht. Und der ganz normale Kick. Der Dropkick funktioniert allerdings durchaus sehr gut. So, das waren die Sachen, die ich alle so ausprobiert habe mit der Third-Person-Perspective. Ich denke, ich werde noch ein bisschen weiter experimentieren müssen, was jetzt tatsächlich alles wirklich hundertprozentig gut funktioniert oder wo es noch Probleme gibt. Ich hatte auch jetzt den ein oder anderen Absturz und ich habe normalerweise sonst überhaupt gar keine Abstürze in Dying Light 2. Also das macht durchaus euer Spiel etwas instabiler. Würde ich jetzt sagen, dass man Dying Light 2 schon komplett in der Third-Person-Perspektive spielen kann? Eher schwierig, würde ich sagen. Für zwischendurch ist es bestimmt ganz cool. Jetzt die ganze Kampagne in der Third-Person-Perspektive sehe ich allerdings nicht. Man muss aber auch sagen, dass Dying Light 2 schon mal zum Beispiel deutlich besser dasteht in der Third-Person, als es Cyberpunk je getan hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich irgendwann ein Third-Person-Modus kommt, falls Techland das überhaupt für das Spiel vorsieht. Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Würdet ihr Dying Light 2 gerne in einem richtigen Third-Person-Modus spielen? Würdet ihr euch darauf freuen und das feiern? Oder sagt ihr, nee, genau die First-Person ist das, was ich so an Dying Light und zum Beispiel auch Cyberpunk total mag? Ich persönlich hätte nichts gegen die Option eines Third-Person-Modus. Allerdings muss ich sagen, dass mir persönlich die First-Person gerade eben in den beiden genannten Spielen wirklich zusagt und für mich auch einen Großteil der Immersion ausmacht. Also schreibt mir dazu eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewertet und mir auch ein Abo auf dem Kanal mit dalasst, falls euch mein Content gefällt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit euch YouTube auch meine Videos zeigt, weil sonst seht ihr sie leider trotzdem nicht. Ansonsten war es das aber von meiner Seite. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.